Ich bin Nummer 4. Wirst du müde? Ach Mensch, ich wollte doch das Ding wechseln. Stimmt. Ja, man vergisst das immer so. Ja, die hat aber auch nur 2 Tauf. Level 16. Nein, nein. Das ist wie wenn man beim Duschen feststellt, Duschgel ist fast alle. Und sich, kaufen, sich ja. dann sagt, ja, schreibe ich mir gleich auf. Mhm. Und so wie man aus dem Bad raus ist, ist das komplett weg ja. Aus dem Kopf. Ja, das kommt und erst wieder in dem Moment, genau, wo du am nächsten Mal, wo Tag, du nachdem man einkaufen war, steht man wieder in der Dusche und denkt sich, scheiße, Duschgel ist fast alle. Das schreibe ich mir direkt mal überhaupt. Besser ist es. Jetzt ja. habe ich nicht geguckt, was wir überhaupt führen. Achso, ja. Voldemort. Das kleine Etwas. Ich habe immer Angst, dass es mich vergiftet. Ja. Okay. Ich aber meine, es ist ja ein Gift-Pokémon. Ja, ich war gar kein Vorwurf an das Gift-Pokémon, ja. dass es macht, was es macht. Aber mit Hasenzähnchen. Ja, es sieht sehr fies aus, aber irgendwie auch süß dabei. Ein so. Süßes Pokémon, das bedrohlich aussehen möchte. Ich habe auch verloren. Jetzt vielleicht mal speichern? Ja, nee, ich gehe einmal kurz einmal heilen Gift. Und austauschen und Gift. Speichern. Ja. Gift. Ach so, das Gift. Ist es, ne? Gift. Das ist, glaube ich, auch immer ein HP, der abgezogen wird. Ja, ich erinnere mich da auch dran. Hallo, da sind sterben deine Pokémon am Anfang daran halt ziemlich schnell. Ja, das möchte ich gerade verhindern. Ding, 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 ding. Yay! Okay. So, dann wechseln wir mal. Genau. Und was haben wir denn Level 18? Also, die Batman und so, die fallen jetzt halt krass zurück, ne? Ist halt die Frage, also die musst du ja nicht mitleveln, wenn du sie erstmal nicht brauchst und zweitens vielleicht liegen sie dir auch nicht so, weil wir werden noch andere Pokémon fangen. Ja. Weil wenn du jetzt dir sagst, okay, ich will die aber leveln, dann kann man sie natürlich nachholen, wenn du sie ja dann aber levelst und dann am Ende doch auswechselst, weil sie ja. eigentlich gar nicht, weil du sie gar nicht magst, dann. Aber das Steinding hätte ich gerne. Das wird wahrscheinlich ziemlich niedrig sein im Stein X. Vergleich. Die Frage ist halt, brauche ich das? Weil wir haben jetzt 3 schon ziemlich krasse, ne? Genau, du. Voltemort, also das ist ein ganz gutes. Rammstein Navi, ganz ist gutes ganz Kernteam eigentlich, was du da hast, weil Rammstein ist halt Feuer. Und dein Navi ist zwar ein Normal-Pokémon, hat aber eine Wasserattacke. Ja. Und die Normalattacken, die es hat, hauen halt sehr gut rein. Und dann hast du Voldemort als Elektro-Pokémon. Damit bist du schon relativ breit aufgestellt. Ja. Also da gibt es schon nicht mehr so viel, wo du gar keine Antwort gegen hast. Pfadfinder mit, oh Gott, der hat nur 1. Was ist das denn? Minky. Das ist wie ein Schweinestein. Findest du übrigens auch, dass das... Oder was würdest du beschreiben, ist das gerade? Ja, also ich war gerade überlegen, ob das die Ohren sind, aber ich glaube, es sind so Hände, die es über den Kopf hält, ne? Ja, genau. Also es sind tatsächlich Hände, die es sich so ja. wie so ein Affe an die Ohren hält. Und ich habe das früher nie erkannt. Ich dachte immer, das ist verbunden miteinander. Ja, ja. Als wären es, okay. So, Steinex hat alles gemacht. Wenn man will, könnte man da auch eine dicke Maus drin aber sehen. Was ist denn das für ein Pokémon? Ja, werden wir mal gucken. So, Silberblick macht was? Verteidigung. Verteidigung sinkt. Dann gehen wir erstmal einen drauf. Sure. Okay, es ist auf jeden Fall nicht... Oh, paralysiert. Oh, sehr gut. Sehr gut. Kratzer. Oh, Volltreffer, ne? Okay. Dieses Glück wirst du nicht nochmal haben. Oh. Karateschlag. Volltreffer. Ja. Ich weiß nicht, was es ist, aber dieses Volltreffer... Das sind quasi Krits halt. Naja, so, Meister. Apropos. Schlagen können wir auch. Ja. Einfach zerplatzt Minky. Minky. Stein X erreicht Level 13. Alleine dafür hat sich schon Minky gelohnt. Minky mag ich auch ganz gern. Thomas besiegt Pfadfinder. Minky ist ein, ich kann es dir mal in der Grafik hier das zeigen. Das war zu viel des Guten. Thomas gewinnt 360. So. Ich blend auch gleich mal die Anime-Version ein, wenn ich sie gleich Mats zeige. Herzlichen Glückwunsch, du hast alle 5 Trainer besiegt. Entschuldigung. Du hast einen großartigen Preis gewonnen, wenn er sich ja. hält ein Nugget. Bist du auf der Nugget-Brücke? Möchtest du auch Mitglied des Team Rocket werden? Unsere Gruppierung benutzt Pokémon für teuflische Zwecke, aber wir sind gut. Möchtest du beitreten?
Hey, Spiel, Moment. Wirklich nicht, komm schon, werde Mitglied. Ich empfehle dir, Mitglied zu werden. Ich glaube, ich sollte ein wenig über... Oh, der kämpft auch noch. Yes. Dieses Irgendwann kannst du nicht ablehnen. So, nur ganz fix, das hier ist ein Minky. Oh. So sieht das aus. Ja, eine Krabbe oder irgendwie sowas. Eine Krabbe? Nee. Ich glaube, es soll wirklich Krabbe. Eher ein Affe sein, aber halt eigentlich nur ein großer Plüschball. Ach, das da. Ich habe gerade, weil dein Zeichen... Nein. Ich wollte gerade sagen, das, worauf ich gezeigt habe, ist tatsächlich eine Krabbe. Ich habe auch Krabbi gezeigt. Ist ein Kampf-Pokémon. Ein Kampf-Pokémon? Kampf. Deswegen auch Karate-Schlag. Ich verstehe. So, das ist jetzt Team Rocket mal wieder. So, da kann Stein X mal ein bisschen... Oder auch nicht. Ja, Wickel ist eine nervige Attacke. Er ist jetzt gelähmt und er macht jetzt in jeder Runde nochmal Wickel. Es macht aber nur einen Schaden. Das heißt, du kannst zwischendrin nichts machen, solange bis der Wickel hält. So, er kann bis zu 5-mal halt. Okay. Vergiftet. Aber den kann er mal alleine machen. Der soll ja auch mal ein bisschen Lebenserfahrung. Ja, ist halt nervig. Ne? Jetzt ist er vergiftet und Wickel. Ist halt immer die Taktik, die man mit Rettern Pferd. Fahren kann. Ist halt so ein langsames Kaputtdrücken. Ich verstehe. Finde ich eigentlich ganz witzig. Krass, ne? Ja. Weil du dachtest noch, ja, mal viel Schaden macht's ja nicht. Aber wenn's halt in der anhält, Kombination läuft, ja. Oh, das ist aber auch übel gerade. Wow. So. Jetzt mal wieder. Nee. Ja, jetzt kommt nochmal ein Giftstachel, der macht ja nicht so viel Schaden. So. Oh nein! Alter, und dann wird's auch noch verfehlt. Also manchmal... Jetzt wieder Wickel. Aber jetzt hat er auch mal so, jetzt. Jetzt mal ein Volltreffer. Schade. Ja, fast. Schafft er das noch? Eng, ne? Wie viel Schaden nimmt er immer durch Gift? 2? Ah, das könnte knapp. Ja, zwei. Komm schon. Ja, das macht 1. Das macht 1. Und jetzt? Und selbst das Volltreffer macht's nur 1. Und? Ja. Yes. Ah, sehr gut. Das war gut gemacht. Kein Level bekommen. Schade. Ja, ich möchte, glaube ich, wechseln. Denn 6 KP. Ich erinnere mich. Kleinstein. Naja, gut, was soll's. Stimmt, Voldemort ist tot. Spoiler. Vorsicht, jetzt kommt ein Spoiler, Voldemort ist tot. Es ist immer so trocken, ja, wie Navi reinkommt. Mega. So ein Bud Spencer-Pokémon. Ja, wirklich. Bum, 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 Rams. Ah, du bist gut, 450. So, jetzt habe ich ein Nugget gekriegt. Bei deinem Können würdest du im Team Rocket leicht die rechte Hand vom Boss. Ich gehe jetzt erstmal was anderes machen. Ja. Erstmal, warte. 4. Ach so, der ist schon. Weiter. 3. Ach, schade. Sogar noch mehr. Vielleicht macht es sogar mehr als einen Schaden. Nachträglich hat er doch gewonnen. Ja, kriegt jetzt komm noch EP. Hinterher. Moment. Hey, wir Level haben. Was ist denn hier passiert? Aus dem Hintergrund. Oh Mann, Kämpfen am laufenden Band hier. Ja, Trainer nach Trainer. Und man denkt immer so eine Stadt ist so ein Safety Place. Das war ja nicht mehr die Stadt. Nee, das stimmt. Die Nuggetbrücke führt ja raus aus der Stadt. Aber führt die nach Norden? Ja. Hört da nicht eigentlich die Karte auf oder gibt's da noch mehr? Dann hört doch die Karte auf. Hört da die Karte auf? Ja. Da. Da oben geht's doch noch weiter. Ja, aber das sieht so aus, als wäre der Feierabend. Oder gibt's da noch eine neue Karte? Weil da gibt's keine neuen Karten. Ach, Küstenhaus. Ach, da wohnt Bill wahrscheinlich, wa? Bill aus dem Küstenhaus? Habe ich gespeichert? Nee. So, denn jetzt muss ich gespeichert. Jetzt muss ich dir tatsächlich mal einen Auftrag geben, wenn du nördlich von der Brücke bist. Ja, geil. Und zwar kostet dich 3 Euro. Müssen wir ein bestimmtes Pokémon fangen? Oho, aha. Ein spezielles. Das gibt ich habe es dort. 7 Pokébälle. Das sollte reichen, wa? Das wird sich zeigen. Okay, ich habe eigentlich genug Geld gehabt. Wir haben gerade ein bisschen Geld bekommen, aber ja, wir können ruhig erstmal so probieren. Gespeichert hast du ja jetzt hier nach links. Und in diesem Gras einfach mal ein bisschen. Ist das ein Trainer? Ich habe jemanden gefunden. Das hier war ja erstmal ein normaler Kampf. Ah, nee. Also das meine ich nicht. Soll ich einen Raupi fangen? Nein. Tom, was ist es? Ich habe schon 2 Orden, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. DEFCON 2. Oh Gott, DEFCON. Oder wir fangen uns einen Raupi und... So offscreen fangen wir einen Raupi, nennen schnell die Fliege.
Und tun dann so, als wäre nie was gewesen. Genau, als wäre nichts gewesen. Ah. Oh, die 50 EP haben gereicht für Stellnix. Ja, das wollte ich gerade sagen, so wahrscheinlich. Aber keine neuen Angriffe. So, an der Stelle muss ich mal kurz pausieren, denn dieser NPC da, und das werden sicherlich einige von euch wissen, den braucht man tatsächlich für den Glitch, den ich gesagt habe, dass ich ihn gerne machen würde mit Mats zusammen, um an ein bestimmtes Pokémon zu kommen. Viele von euch werden wissen, welches Pokémon das ist, ich sag's jetzt trotzdem mal nicht. Den NPC bekämpfen wir jetzt gleich und später bekämpfen wir noch einen NPC, den man genauso sehr für diesen Glitch braucht oder für eine spätere Version dieses Glitches, und damit ist der einfach nicht mehr möglich, zumindest nicht so früh im Spiel. Später gibt es noch mehr Möglichkeiten, die würden aber den normalen Spielverlauf so sehr stören, dass ich mich dazu entschieden habe, den nicht zu machen. Daher gibt es den Glitch leider nicht in diesem Spieldurchgang. Finde ich, ist jetzt nicht so schlimm. Ihr seht jetzt noch ein bisschen, wie wir es versuchen, und irgendwann kommt die Realisierung, dass es nicht klappt. Auf jeden Fall hat es nicht sollen sein mit dem Glitch. Das habe ich einfach übersehen und überlesen, als ich mich jetzt nochmal davor informiert habe. Tut mir leid, I guess, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich versuche trotzdem noch an dieses Pokémon ranzukommen, um das es da geht. Das kann man ja dann über Tausch oder so. Gibt es sicherlich noch eine Möglichkeit, wie man das machen kann. Jetzt will ich aber nicht weiter stören. Es soll weitergehen. Von daher... Ich habe deine Vorstellung aus dem Gras heraus beobachtet. Na, das sag das mal jemandem. Das ist irgendwie sehr süß. Dieses Detail, das hier einer drin steckt. Warum kämpft er denn? Tja, weil er auch was lernen will. Eigentlich hätte er ja lernen müssen vom Zuschauen, dass mit dir nicht zu spaßen ist. So. Und weißt du, wie wir ihm das jetzt beibringen? Mit Steinix? Nein. Wohl andererseits... Kannst du ruhig machen eigentlich. Ja, aber ich würde, glaube ich, Voltomort gerne auch noch nachziehen. Auf Level 20? Ja. In die 20er Region? Ja. Oh, Hyperzahn. Das macht Damage. Ein Level 14 ist auch schon. Weißt du, was auch Damage macht? Schade. Dachte, das wird. Oh, muss ich mal. Oh, krass. Schade. Der hat mal Taktik benutzt. Oh, ein Leben noch. Voltemort! Hat der Trainer tatsächlich mal Taktik benutzt. Alter. Und noch einen Ruckzuck-Kick gemacht. Zum Schluss nicht schlecht. Fast Respekt vor. Rettern war die Schlange. Diese Kombi Radfratz-Rettern passiert erstaunlich oft. Ich glaube, ich möchte das Pokémon wechseln. Oh, mal wieder Rammstein. Ja. Good old times. Ja, Schlange wegbrennen. So. Wegluten. Das ist so auch sehr befriedigend. Ach. Oh, ich hasse aber es. Aber ist es nicht vergiftet. Ich habe ja schon wieder verdrängt. Wie du das instant zu hassen lernst, genauso wie ich es damals gehasst habe. Heute kann ich das schon eher ein bisschen mehr wertschätzen als eine tatsächliche Taktik. Ja. Oh, Gott sei Dank. Und die Kombinationsmöglichkeiten. Aber das Ding ist halt, die Pokémon-Spiele, zumindest die aktuellen, sind in der Regel, zumindest im normalen Spiel, so einfach, dass du eigentlich nie wirklich viel drüber nachdenken musst, über die ganzen Wechselwirkungen und... Taktiken. Eigentlich reicht es immer, wenn du ein Pokémon hast, was gut reinhaut und auch direkten Schaden macht. Aber das ist ja das Schöne. Mir macht es aber trotzdem Spaß. Sowohl so als auch so spielen kann. Und das. Also wir suchen keinen Raupi. Nee. Okay, ich wollte nur mal sicher gehen. Ich hätte es lustig gefunden, wenn hier Voltomort an erster Stelle wäre mit einem HP. Ja, deswegen habe ich gerade geguckt, ich habe gerade überlegt, ob ich dem jetzt eben Trank gebe. Ich glaube, das mache ich auch. Nee. Ach Quatsch. Na gut. So halb tot schleppen wir den so mit. Ja. Hier kommen ja jetzt nur wilde Pokémon, die so in dieser Levelregion sind. Das ist nicht so problematisch. 53. Ich bin mal gespannt, um welches Pokémon es sich handelt. Du kennst es schon. Ich kenne es schon? Mhm. Ach, Taubsies. Das ist aber auch nicht. Und Level 12. Das Taubsie ist höher als dein Pelle, oder? Höher als Pelle. Ja. Aber wenn ich das jetzt fange... Weiß ich immer, dass es nicht das ist. Ja, dann ist. Weißt du, dass du Pelle abgestellt hast. Ja, für ein Level. Für ein Level. Das ist so wie auf einem Kinderspielplatz einfach ein anderes Kind mitnehmen, weil das ist schon ein Jahr älter. Aber das wäre so ein dummer Grund. Können doch nicht einfach ein fremdes Kind mitnehmen, aber das ist doch schon weiter als meins. Warum ist doch. Hätten sie doch auch so gemacht. Das kann schon viel mehr. Das kann doch. Kann sogar seinen Namen schreiben. Außerdem ist der Name viel kürzer als der von meinem Sven ohne Bolzen. Sieht besser aus. Es sieht auch besser aus. Es hat auch schönere Klamotten an. Also wirklich, ich habe nur Vorteile gesehen. Komm schon, Steinix. Ja, es macht halt ständig Sandwirbel. Das heißt, du wirst kaum noch treffen, wollte ich sagen, aber danach trifft er. So. Ja, scheint nicht so viel Auswirkung zu haben. Nee. Sehr unbeeindruckt, dein Steinix vom Sandwirbel. War für uns beide ein bisschen unangenehm. Ist ja aber auch ein Boden-Pokémon, also.
Sand gewohnt. Das will das ich meine nicht. Ich auch nicht. Das will ich nicht. Tut mir leid, aber das möchte ich nicht. Das Pokémon versucht in dein Pokéball zu krabbeln. Nein, nein, geh. Liebe mich. Oh, jetzt ja. Hast du Mitleid. Liebe mich, Herzler, liebe mich, für immer. Wir kämpfen jetzt für immer und alle Zeit. Das guckt dich auch so an, ne? Ich mache mich unverwundbar und du bekämpfst mich. Famine, interpretierst du da übrigens einen bösen oder einen traurigen Blick? Bösen. Eindeutig einen bösen. Man kann da nämlich auch einen traurigen Blick interpretieren. Ja, aber wenn du es jetzt drehen würdest. Du siehst es halt als Nase. Ja, das als da arrogante echt, das, Nase. Das ist es ja nicht. Was ist es ist ja, es guckt ja nach links. Es ist eigentlich ein trauriger Blick nach links. Was? Statt ein böser Blick nach rechts. Was? Ja. Moment. Ist so. Es ist eigentlich ein trauriger Blick nach links, anstatt ein böser Blick nach rechts. Was? Was ist denn das für ein Satz? Kannst du es dir im Pokédex gerne nochmal angucken? Ich werde nie wieder mir irgendwas angucken. Na gut. Aber vielleicht, wenn wir es nochmal haben. In dem Gebiet, in das wir gleich kommen, gibt es dann auch wieder ein Pokémon, was es nur in Blau gibt und eins, was es nur in Rot gibt. Oh. Hatten wir das, eine Exklusive haben wir ja gerade gefangen, ne? Das war das Sundown, genau. Das Sundown, ja. Und dafür konntest du keinen Retter anfangen, was die in der roten Edition hätten machen können. Oh, ich hasse die rote Edition. Oh, obwohl, wenn ich das hätte, würde ich nur noch das machen. Guck, so. Das ist ein trauriger Blick nach links. Aber ich guck doch sowieso nach links. Also weil dieses Hörnchen auch... Ach so, weil du es so als einen... Ja, stimmt. Dachte ich. Aber das. Wenn du mal die Hand quasi vor diesem Haken rechts halten würdest, sodass du nicht mehr siehst, dass da eine Nase ist, dann ist das ein trauriger Blick. Ah! Weißt du? Na, ich habe aber vor allen Dingen auch den... Also für mich sieht es immer so aus, als wäre da das Auge so halb zugekniffen. Ja, ist es ja auch. Es ist so halb zu. Hm. Ich krieg gerade da kein trauriges Safgrund raus gebastelt. Na gut. Vielleicht bin es nur ich. Aber wie ist denn das Bild hier im Spielberater? Traurig kann ich, oder? Kann ich dir zeigen? Muss ich nur dran denken, das dann auch einzublenden. Ich hoffe, dass ich das. Weißt du mal, wie das ist? Ganz furchtbar ist das nämlich, wenn man immer Sachen einblenden muss. Wobei dieses Pokémon gerade. Da, das hier? Ja, tatsächlich. Knofensa. Aber, also, nein, halt. Das ist nicht das Pokémon, was ich meine, was du fangen solltest. Das ist noch etwas anderes. Das ist aber das, was exklusiv ist. In der blauen Edition. Ach so. Das Knofensa. Das kann man nicht in der roten fangen. Aber also, das fange ich jetzt trotzdem. Es haben guckt tatsächlich einen? Böse. Okay, ja. Hoppala. Habe ich dir gerade mal gezeigt. Ja, es guckt wirklich böse. Ja. Alter, was? Ja, es ist halt effektiv. Es gegen Stein? Ja. Pflanze ist gegen Stein effektiv. Ah. Ja, ist gelernt. Aber das fangen wir gar nicht verkehrt. Batman könnte man zum Beispiel dafür austauschen. Ich wollte ein Item benutzen. Könnte nämlich schon funktionieren. Das, ja, müsste sogar. Wobei Level 12. Hm. Na. Doch. Ist uns schon jemals ein Pokémon aus dem Pokéball rausgesprungen? Ja, doch. Wir hatten einmal so eine Phase. Ach so, stimmt, die mit dem Safcon. Mit dem Safcon, das ja, ich ja. Schon wieder vergessen. Wo, ja, verdrängt hast du es. Blume ist ein toller Typ. Knofensa, oh Gott, wie nennt man dieses das denn? Jetzt, das musst du vorlesen. Mit den Wurzeln zieht es Wasser aus dem Boden. Ich hab den Dings da, was war der erste? Kannst du auch nochmal nachgucken gleich. Okay. Zuerst mal einen Spitznamen. Also ist auf jeden Fall gegen Wasser auch effektiv. Pflanze ist gegen Wasser effektiv. Knofensa, was haben wir denn da? Irgendwas Blumiges. Pflanze, Blätter, Vegetation, Natur. Natur. Photosynthese. Photosynthese. Ich werfe einfach mal ein paar Begriffe in den Raum. Das hilft mir sehr, Tom. Dankeschön. Photosynthese, damit assoziiere ich gleich Sonnenbrand. Photosynthese. Oh Gott, eine Blume. Was jetzt? Ich nenne es. Achso, ich muss auch bestätigen, ne? Kasten? Blumenkasten? Ja. Deswegen. Ach scheiße, ich hätte eigentlich Karsten nennen sollen. Karsten. Mit einer R. Also falls du ein Pflanzen-Pokémon in deinem Team haben wolltest, hättest du jetzt schon zwei zur Auswahl. Weil du hast nämlich einen Paras. Das ist Pflanze-Käfer gewesen. Das war das mit den Pilzen. Ach ja, richtig. Aber was macht denn das... Das ist Paras.
Genau. Das war das. Er hat sich von Wurzeln benutzt. Ja. Digger. Ach ne, Digger. Ach so, Knuffhenser suchst du jetzt nochmal, ne? Wegen der Beschreibung. Ja, aber ich weiß nicht, welcher da ist. Es so. Knuffhenser. Dieses Pokémon ernährt sich von kleinen Insekten. Ach, das ist, weil die da reinkrabbeln und dann werden die. Okay. Ist, glaube ich, gar nicht verkehrt, so eins zu haben, würde ich ja mal behaupten. Ein Knuffhenser? Mhm. Fände ich auch nicht verkehrt. Carsten. Ach, schon. Wir suchen aber immer noch ein bestimmtes Pokémon. Ja, das ist es noch nicht. Nee. Ach so. Los, Voldemort! Der schafft's vor allem, weil das kann ja nur Härtner. Ich hab gerade. Härtner? Ja, ja. Liebe mich! Ich habe verloren gegen ein Pokémon mit einem HP. Ich sterbe, danke. So. Oh! Ach, schön, zwei Leben mehr, jetzt hat es drei. So. Ja, gut. Durch Level Up heilen wir das einfach nach. Ja, das ist das, aber nur gegen Dings. Ja, warte mal, wie kann man denn noch Rammstein? Naja, Pelle und Batman, vielleicht gehst du mal zum Pokémon Center. Das ist vielleicht eine Idee. Batman. Dann kannst du auch, falls du willst, deinen Knuffhenser reinholen. Ja, Kasten. Ich überlege gerade. Kasten. Soll ich mein Kind Kasten? Geh weg von der Spielpuppe da. Sagt mir, ich hab das gesehen und das erste, woran es mich erinnert, war ein Kasten. Brotkasten. oder du hattest Kasten Bier dabei. Ja. Ist, mir ist nichts Besseres eingefallen. Kasten. Als ich im Krankenhaus war, das erste, was ich gesehen habe, war mein Bierkasten. Ist das, wenn du ein Baby kriegst, auch so, dass wenn das geboren wird, du musst es sofort benennen und kannst nicht erstmal sagen, sofort. Ich will noch ein bisschen warten. Der Arzt sagt 3, 2, ja. Dann mach ich's. Und benennt sie alle nach sich selbst. Ja. Wein, Stefan. So, es war jemandes PC. Genau. Wir müssen ernst eins abgeben. So, welches willst du? So, warte mal, dann müssen wir mal gucken, in den digitalen Äther schicken. Also Stein, also Voldemort bleibt auf jeden Fall. Rammstein, ja, bleibt, Rammstein Navi bleibt. Rammstein, Navi, Voldemort sind gesetzt. Ne? Stein ja. X ja scheinbar auch. Ist, finde ich, mit Level 15 mittlerweile auch schon ganz. Da, ja, wohl ein Gesteins-Pokémon ist auch nicht verkehrt. Hängt auch ein bisschen davon ab, was es noch lernt. Weil im Moment kann es außer Hau nicht das, viel. Das stimmt natürlich. Und natürlich hängt es immer davon ab, was für Pokémon wir noch finden. Ja. Also das kann immer fluktuieren. Ja, aber ja. Batman und Pelle sind erstmal beides Flug-Pokémon. Ja. Deswegen kann eins davon doch. Ich gehe auf jeden Fall Batman weg. Weil Pelle ist schon Level 11, Batman ist nur Level 9. Obwohl Batman war sau. Batman war Gift parallel. Und hatte Blutsauger. Und Pelle ist noch kein Flug-Pokémon, sondern. Nee, falsch. Ist ein Normal- und ein Flug-Pokémon, sowas. Und hat aber noch keinen Flugangriff. Nee. Aber wir Batman auch nicht. Ach so. Ja, Batman keine. Wurde in Box 1 dran, so wie schön. Ja. Okay. Oder wollen wir beide ablegen? Und aber stattdessen. Warum? Dann fehlt dir ja einfach nur eins. Ja. Kastenlevel 2. Da. Tofus. Freude aber auch nicht. Defcon? Wie wir Splitter. Ach, das ist schön. Hier eine, durchzuscrollen. Siehst du, wie, an wie viele Erinnerungen man da direkt denkt. Lastofus war. Das war das Paras, das Giftpuff. Das ist aber halt 4 Level drunter, ne? Deswegen ist das. Ja, gut, ich meine, das holt man ja nach. Das ist ja nur eine Zeitsache. Das Ding ist halt Kasten, ist ein reines Pflanzen-Pokémon. Ja. Und Lastofus ist parallel ja noch ein Käfer-Pokémon. Sie wieder fit. Und ich bin persönlich immer ein Fan davon, eigentlich Pokémon zu haben, die einen Typ haben, nicht zwei, weil man dann nicht mit beiden Nachteilen konfrontiert ist. So, und jetzt, warte mal, Pflanze. Ist aber auch nicht so wild, wenn doch. Pflanze ist gegen Wasser effektiv, gegen Stein. Oder ja, was Pflanze, gegen Boden? Nee, ist richtig. Gegen Wasser, gegen Stein. Gegen Boden glaube ich sogar auch. Müsste ich jetzt auch mal nachgucken. Typ 1 Pflanze und Typ 2 Gift. Ach, das ist auch ein Gift-Pokémon. Offensichtlich. Huch. Ja, das wusste ich nicht. Okay, dann ist das Pflanze Gift und Paras wäre Pflanze Käfer. Na, dann hätte ich aber lieber Gift. Nimmt sich aber auch nicht so viel. Dann. Dann sorry für diese falsche Information an der Stelle. Gut, dass du mal nachgeguckt hast. War Zufall. Genau, gegen Wasser ist Pflanze effektiv, das haben wir schon rausgefunden. Gegen Stein. Gegen Boden auch. Also das wollte ich jetzt nochmal nachgucken. Und gegen Stein, ja. Boden, Stein, Wasser. Da ist Pflanze gut. Okay, das ist gut zu wissen. Und gegen Wasser hättest du ja aber auch noch Pikachu. Ja, das stimmt. Aber es, ich glaube, ich fände es ganz schön, wenn wir da ein bisschen Diversität. So, was suchen wir denn hier noch?
Na, das Mystery-Pokémon, von dem ich dir noch nicht erzählt habe. Nein, immer noch nicht. Auch beim Los, Kasten! Oh. Oh Gott! Rankenhieb. Oh, es kann direkt eine Rankenhieb, ist eine gute Pflanzenattacke. Ja, ist nicht effektiv und trotzdem so viel Schaden. Ja, weil Kiefer. Ja. Und Wachstum ist was? Oh, macht Wachstum? Spezial. Ja. Okay, also Spezialangriff und Verteidigung nehmen zu. Das heißt, okay. Rankenhieb wird jetzt, glaube ich, mehr Schaden machen. War Rankenhieb eine Spezialattacke? Das weiß ich gerade gar nicht. Ja. Scheint. Okay. Und nicht effektiv, auch Raupe wurde besiegt. Ja, aber trotzdem ganz gut. Ist okay, ich bin wirklich gespannt. Gibt es noch mehr Pokémon? Wir haben doch jetzt eigentlich schon fast alle gesehen. Es gibt noch eins, ja. Es gibt original noch eins, glaube ich. Wir haben auch gerade einfach ein bisschen Pech, dass es nicht kommt. Ja, in dieser Session waren so zwei der Sachen, wo ich denke, oder hätte es lief nicht. Das ist der Ausgleich dafür, dass es am Anfang so gut lief. Das ist aber wahr. Die Nummer in Misty ist immer noch der Hammer. Weil wenn es da konsequent so gewesen wäre, da hätte ich ja gesagt, okay, ist halt einfach so. Ja. Aber dass das, entweder ist es beliebig oder das Spiel registriert wirklich, ob du das schon probiert hast, wenn ich nicht vorstellen kann. Ich bin der Meinung nicht. Ich glaube, das ist wirklich Zufall. Zufall, ne? Das wäre mir doch neu, wenn da Sachen drin sind, die das irgendwie anpassen. Das wäre auch irgendwie seltsam. Das traue ich einem Gameboy-Spiel auch einfach nicht zu. Nee, eben. Irgendwie. Also vor allem auch so einem Spiel, dass das dann... Vor allem, ich weiß ja, dass Pokémon so programmiert wurde, dass es irgendwie gerade so zusammenhält. Ja. Haben wir viel gegrindet. Ja, gerade unabsichtlich. Naja, ist ja schon auch Absicht, aber aus einem anderen... hat einen Hintergrund. Also das würdest du ja jetzt nicht tun, wenn ich es dir nicht gesagt hätte. Richtig, ja. Du würdest ja einfach weitergehen. Ja. Was ja so sehr vertraue ich dir. Aber ich will halt eine bestimmte Sache machen in dem Spiel. Und die kann man... Wir das? Am besten, ist es irgendwas mit Schwimmen? Am besten an diesem Punkt machen. Es ist nichts mit Schwimmen. Okay, schade. Fragst du, weil wir hier im Wasser sind, oder was? Ja. Oh, der gibt gute... Jesus Maria, wieso ist das denn hier so selten? Also so krass habe ich das nicht in Erinnerung. Dass das es ist, glaube ich, auch immer... So ist das ja immer mit Statistiken, hätte ich fast gesagt. Ja, so Prozent und Wahrscheinlichkeits... Genau, ja, mit Wahrscheinlichkeiten. Weil das wird halt nicht, wenn du 20 Mal probierst, ist es so und so oft, ja. Murphy's Law. Aber das heißt nicht, dass das für dich so gilt. Ich meine, es steht ja halt selten drin. Aber das gibt's hier sicher, ja? Das gibt's hier hundertprozentig. Na, also hundertprozentig auf gar keinen Fall. Also es existiert hundertprozentig in diesem Gebiet. Es kommt zu scheinbar 3%. Naja. Ach, naja. Was? Was? Es zu finden ist halt nur die eine Sache. Oh. Oh. Es zu fangen ist eigentlich nochmal eine andere. Oh Gott. Oh, wenn ich dann... Oh Gott. Jetzt hab ich Angst. Stimmt, ich hab gar nicht dran gedacht. Ich dachte gerade, finden ist auch fangen, aber hast recht. Nee. Da ist es! Diese dummen Raupis. Vielleicht soll ich mal hier oben hingehen. Nicht immer nur in diesen... Das ist egal. Ja. Yes! Ah. Das meine ich. So. Oh. Werf sofort einen Pokéball. Was? Sofort? Ja, sonst hast du keine Chance. Was? Du glaubst doch nicht, dass ich das jetzt... Du musst sofort einen Pokéball werfen und hoffen, dass das klappt. Oh Gott, Tom. Oh Gott. Shit. Verschwindet es? Ja, jetzt ist es weg. Are you fucking kidding me? Das ist das Problem. Und das ist kein Problem, das ist eine Hürde, Tom. Wie sollen wir das denn? Wie? Ich dachte, jetzt ist die Gefahr, dass ich es auch so umbringe oder so. Es haut halt ab. Oh, Tom, das kannst du doch nicht tun. Ich hatte jetzt auch ein bisschen mehr Glück auf. Also es gibt... Wie hoch ist die Chance, dass man es empfängt? Also direkt so. Das weiß ich nicht, wie hoch die Chance ist. Gering. Das Ding ist, man kann ja mit Attacken, zum Beispiel, was wir machen könnten, probieren könnten, ist Voltamort ganz vorne reinnehmen. Ach so, ist und so Donnerwelle machen, in der Hoffnung, dass es paralysiert wird. Aber dann ist die Chance es wirklich geringer. Anzugreifen und dann das Leben zu senken, um es dann zu fangen, da gibst du ihm zu viele Chancen, um abzuhauen. Weil Teleport, die ist die einzige Attacke, die es kann. Das heißt, es gibt gar keine Chance, dass es etwas anderes macht. Hey, willst du kämpfen? Ja, ich nicht. Flup! Ja, genau. Also es teleportiert sich immer weg. Wir könnten versuchen, es zu paralysieren, damit man die Chance hat, dass... Aber ist das, also mehr. Wie hoch ist denn die Aber wir Chance? Haben zum Beispiel keinen Angriff, der sowas macht wie Einschläfern. Zumindest nicht, dass ich wüsste.
Wo war denn der Markt? Und den hätten wir tatsächlich theoretisch bekommen, wenn du dein Pipi nicht sofort entwickelt hättest, weil das Pipi lernt nämlich Gesang. Ja. Aber das ist jetzt auch egal. Du meinst, what goes around comes around, ja? Also, so ein bisschen. Okay, cool, Tom, das wird richtig lustig, glaube ich. Also, ich kaufe mal ein paar Pokébälle, ja? Ja, ja, ich schneide das so, dass das sofort passt. Ja, toll. Das hilft uns jetzt aber auch nicht. Also, es gibt noch eine Sache, an die man sich klammern könnte. In der Hoffnung, dass das das schneller macht, glaube ich. Warte mal kurz. Geh ruhig wieder nach oben. Ich würde es ja jetzt auch fast so fangen wollen. Also, aber die beste, ja, wenn es sofort abhaut. Ich weiß, dass hier irgendwo in der Nähe ein Superball rumliegt, aber bin mir gerade nicht sicher, wo. Naja, ich laufe hier gerade noch mal ein bisschen rum. Kann sein, dass das links war von der Stadt. Jetzt haben wir aber auch, guck mal, Rammstein ist jetzt schon auf dem Level. Von den Superball hätte schon eine deutlich höhere Chance, das sofort zu fangen. Aber wenn nur einer nur rumliegt. Ja, dann speichert man halt vorher. Das stimmt. Jetzt läuft es viel besser. Aber ist auch gut, jetzt Voldemort auch mal auf Level 20. Dann haben wir drei schon auf Level 20. Das ist auch nicht schlecht. Ja, aber die Erscheinungsquote. Oh, da ist es! Okay, Tom. Okay. Ja, einfach wieder ein Pokémon. Ja, ich meine, wir wären theoretisch auch in der. Könntest auch Donnerwelle probieren. Das Ding ist halt, es muss halt nicht paralysiert sein. Ne? Es kann auch sein, dass es danach dann trotzdem Teleport macht und dann hattest du nicht mal eine Fangchance. Okay. Die Fangchance wird halt nicht erhöht. Ja, also es ist eigentlich egal. Ich drück dir alle Daumen. Schade. Ist aber direkt auch beim ersten Mal. Ja, ja, also ist auch nicht close. Nee. Also, aber es geht, ja? Also, jetzt wirklich. Es geht, man kann es so fangen. Weißt du es oder weißt du es nicht? Das geht, ja. Es ist einfach nur eine prozentuelle Chance. Okay. Das ist tatsächlich so. Dann bin ich bereit, diese Chance zu ergreifen. Oh. Auf das dem Quest ist, zu das Dings. Ding ist, also du weißt ja noch nicht, wohin es führt. Nee, aber es wäre schon gut, ne? Es lohnt sich. Okay, ja, wenn, also ich vertraue dir da. Also wenn, aber kann das dann noch mehr als teleportieren? Bestimmt, oder? Ja, also später schon. Okay. Also unabhängig davon, dass ich das Pokémon gerade für etwas Bestimmtes brauche, ist es auch einfach ein gutes Pokémon. Okay, ja, dann hätte ich es gerne. Das kriegt man später auch nochmal. Also es ist nicht der einzige Ort, an dem man es fangen kann, aber es kommt erst um einiges später. Nee, dann würde ich es tatsächlich jetzt. Also es ist total unabhängig davon, dass ich das gerade für seine eine Fähigkeit, die es kann, brauche. Ein gutes Pokémon. Ding, ding, ding. So. Jetzt kommt es aber auch schon öfter. Ja, Gefühl. Ja, ja. Das erste Mal hat es uns verspottet. Kannst ja mal Donnerwelle probieren. Ja, aber das bringt uns. Also dann schläft es halt und dann kann ich einen Ball machen. Es kann sein, ich glaube, wenn eine Statusveränderung erhöht die Fangchance. Das Ding ist halt, es wird wahrscheinlich. Ja. Ach, mach. Es ist halt reine Glückssache. Das Ding ist halt, Teleport funktioniert auch immer. Ich weiß gar nicht, ob das fehlschlagen kann. Teleportieren? Ja. Ist fehlgeschlagen? Es kam wieder. Ich glaube, das ist ein Zeichen. Pokéball. Und wenn du den Pokéball wirfst, halt A gedrückt. Okay. Außerdem kreuze ich noch den Finger. Aber Achtung. Ich kreuze auch meine Finger. Und? A gedrückt halten. Ja, halt ich. Ja, und? Ja, oh. Damn it. Hast du halt falsch gehalten, hast du doch. Ja, sorry. Ah! Es schlug fehl. Es geht. Es kann doch fehlschlagen. So. So lange waren wir noch nie in einem Kampf. Und? Ja! Yeah! Aber gefangen. Boah! Das war nur, weil wir unsere spezielle Taktik angewendet haben. Abra wurde gefangen. Wird der neue Eintrag im Pokédex angelegt. Oh, ja. Abra. Sie. Dieses Pokémon kann Gedanken lesen. Droht ihm Gefahr, so wird teleportiert es sich in Sicherheit. Ja. Wie. Oh, ja. So, Spitzname. Ist das ein Psycho-Pokémon? Ja. Das ist der größte Psycho, den ich kenne. boah. Pff,
das war jetzt alles so anstrengend. Also, genau, du Psycho-Illusionisten, Zauberer. Ja, ihn Uri Geller zu nennen, ist irgendwie ein bisschen. Nee, das sollst du um Gottes Willen. Shell Geller kann ich. Um Gottes Willen. Oh. Ja, das ergibt nicht so viel Sinn. Eigentlich ergibt das gar keinen Doktor. Sinn. Passt das denn? Akula? Ja, ich weiß auch nicht, aber irgendwie muss ich da gerade dran denken. Okay. Schreibt man das so? Doktor? Ja, Dracula. Jetzt hast du den Gag gespoilert. Like ist da draußen. Irgendeiner da draußen jetzt so. Wow. Okay, ich glaube, wir sollten es mitnehmen, oder? Ja. Welches Level waren das überhaupt? Wenn es nochmal kommt, dann gehe ich. 10 oder so, oder 5. Ach, nur ein Defcon.